Eine Kanomaschine wandelt Wärme in Arbeit um. Genauso wie ein Ottomotor, ein Dieselmotor oder ein Stirlingmotor. Aber eine Kanomaschine ist eine hypothetische Maschine, die diese Umwandlung mit dem maximalen Wirkungsgrad tätigt. Dieser maximale Wirkungsgrad ist deutlich kleiner als 100%. Und wie man den ausrechnet, das wollen wir heute sehen. Das hier ist ein Kreisprozess eines Gases, bestehend aus zwei Adiabaten und zwei Isochoren. Das ist vereinfacht der Prozess, der im Ottomotor abläuft. Wir wollen einen anderen Kreisprozess diskutieren, nämlich den Carnot'schen Kreisprozess. Dieser besteht aus zwei Isothermen und zwei Adiabaten. Alle Prozesse sind völlig reversibel, das heißt, wir können sie in die eine oder in die andere Richtung ablaufen lassen. Was heißt, dass der Carnot-Prozess sowohl als Grundlage für eine Wärmekraftmaschine als auch für eine Wärmepumpe dient. Eine Carnot-Maschine kann als Blackbox gesehen werden. Diese Blackbox ist zwischen einem hohen Temperaturniveau und einem niedrigen Temperaturniveau installiert. Aus dem hohen Temperaturniveau fließt eine Wärme Q1 in die Carnot-Maschine. Ein Teil dieser Wärme wird in Arbeit umgewandelt und ein Teil wird als Abwärme an das untere Temperaturniveau T2 abgegeben. Die Carnot-Maschine arbeitet ideal. Es gilt selbstverständlich der erste Hauptsatz, die Energie, die aufgenommen wird, ist gleich der Energie, die abgegeben wird. Also Q1 plus Q2 plus W muss gleich 0 sein. Aber mit der Carnot-Maschine kann man gleichzeitig eine weitere Beziehung beweisen, den zweiten Hauptsatz, dass nämlich im Idealfall Q1 durch T1, die reduzierte Wärme, die aufgenommen wurde, gleich Q2 durch T2 ist, vom Betrag her, die reduzierte Wärme, die aufgenommen gegeben wurde. Das ist der zweite Hauptsatz. Und diese reduzierte Wärme Q1 durch T1, Q2 durch T2, die wird später mit dem Begriff Entropie verknüpft. Der Wirkungsgrad einer solchen Maschine ist gegeben als abgegebene Arbeit durch aufgenommene Wärme mit den richtigen Vorzeichen minus W durch Q1. Die wichtigste Gleichung, die hier relevant ist, ist der Wirkungsgrad der Carnot-Maschine verknüpft mit den Temperaturen. Temperaturdifferenz durch hohe Temperatur, das ist der ideale maximale Wirkungsgrad. Wenn Sie sich also vorstellen, dass die niedrige Temperatur T2 Raumtemperatur ist, 300 Kelvin, die hohe Temperatur 600 Kelvin, dann haben wir einen Wirkungsgrad von 50%. Der Carnot'sche Kreisprozess im PV-Diagramm. Wir starten mit einem Volumen VA, Anfangsvolumen, und ein kleines Anfangsvolumen, und expandieren dieses Volumen isotherm zu einem Volumen VB. Also wir haben eine isotherme Expansion, dabei wird Wärme aufgenommen bei dem hohen Temperaturniveau. Zu Anfang ist die Carnot-Maschine verbunden mit dem hohen Temperaturniveau. Dann isolieren wir die Carnot-Maschine thermisch, keine Temperaturaustausch mehr möglich, und expandieren weiter, und zwar adiabatisch, zum Volumen C. Bei diesem Prozess wird keinerlei Wärme ausgetauscht, aber Arbeit wird geleistet. Es gilt die Poisson'sche Adiabatengleichung. Das Gas mit dem Volumen C wird jetzt mit der Temperatur T2 in Kontakt gebracht, mit dem Temperaturniveau T2 in Kontakt gebracht. Es wird isotherm komprimiert, sodass Wärme abgegeben wird an das untere Temperaturniveau. Wir bewegen uns also auf einer isothermen zu niedrigeren Volumina hin. Wenn wir das Volumen VD erreicht haben, isolieren wir das System wieder und komprimieren adiabatisch auch das Ausgangsvolumen, wobei die Temperatur von T2 auf T1 erhöht.
Die entsprechenden Gleichungen haben wir schon kennengelernt. Es sind die Gleichungen für die Wärme im isothermen Fall, für die Arbeit im isothermen und adiabatischen Fall. Die Gleichungen sind hier nochmal aufgelistet, wobei die Temperaturen farblich gekennzeichnet sind. Was jetzt wichtig ist, ist zum einen, dass es eine Beziehung zwischen den Volumina gibt, VA, VB, VD, VC, in der Art, dass die Quotienten VA durch VB gleich den Quotienten VD durch VC sind. Und wenn man das berücksichtigt, dann sieht man, dass wir die Arbeiten W1 und W3 in eine ganz einfache Beziehung setzen können. Die Gesamtarbeit, die abgegeben wird, die entspricht der Fläche, die umschlossen wird im PV-Diagramm, ist gleich die Summe der Arbeiten W1, W2, W3, W4. W2 und W4 kürzen sich weg. W1 und W3 sind über die Volumina verknüpft und wir erhalten die Beziehung reversible Arbeit ist minus NR Delta T mal LNVB durch VA. Hier nochmal die Black Box. Die Arbeit, die aufgenommen wurde, formuliert die Arbeit, die Wärme, die aufgenommen wurde, formuliert die Wärme, die abgegeben wurde, formuliert und die reversible Arbeit, die abgegeben wurde, auch nochmal formuliert. Und wenn wir jetzt den Wirkungsgrad ausrechnen, Vref durch Q1, dann sehen wir, es kommt diese einfache Formel heraus, Delta T durch T1. Wir sehen auch natürlich, dass der erste Hauptsatz erfüllt ist, dass die Wärme, die aufgenommen wurde, gleich der Wärme, die abgegeben wurde, plus der Arbeit, die abgegeben wurde, vom Tage her gleich ist. Wir sehen auch, dass diese reduzierten Wärmen Q durch T gleich sind vom Betrage her. Diese Größe werden wir später Entropie nennen. Die Entropie, die beim Temperaturniveau T1 abgenommen hat, hat um denselben Betrag im Temperaturniveau T2 zugenommen. Wir fassen zusammen. Eine Kanonmaschine wandelt Wärme mit optimalem Wirkungsgrad in Arbeit um. Sie arbeitet zwischen zwei Temperaturniveaus, hohe Temperatur T1, niedrige Temperatur T2. Es gilt der erste Hauptsatz und es gilt eine Beziehung, die wir später den zweiten Hauptsatz nennen werden, dass die reduzierten Wärmen vom Betrag her gleich sind. Der Wirkungsgrad ist maximal Delta T durch T1.